Bücher vorlesen. Hallo, da sind wir wieder, Kinderbuchwelt mit Nele und Nadine. Und wir haben heute mal das Thema Themenbücher. Wir sind in Folge 2 und ich habe mitgebracht das Buch zum Thema Umzug, denn ich bin gerade erst vor kurzem mit meiner Familie von Berlin an die Nordsee gezogen. Und da dachte ich mir, das ist besser, meine Tochter reagiert total gut auf Bücher und da ist es natürlich besser, das irgendwie vorzubereiten. Und auch dazu gibt's tolle Bücher und ich stelle heute mal das erste vor und das ist Mein Tiger zieht um und wir kommen mit. Das ist vom Verlag Hansa, 96 Seiten mit 38 Minuten Geschichten. Also eine ganze Menge Minutengeschichten kann man gucken, liest man eine vor, liest man zwei vor, liest man drei oder mehr vor. Das Buch ist von der Altersempfehlung her für Kinder zwischen 2 und 6 Jahren so als Vorlesebuch. Es ist total lustig. Es geht dabei um Oskar und Clara. Oskar ist fast 4, also der ist gerade 3 geworden, aber der ist fast 4. Das ist so die erste Geschichte. Da stellen sich die 2 Kinder vor. Und seine Schwester Clara ist 5 Jahre, die ist noch Kindergartenkind. Und die kleinen beiden geraten immer so ein bisschen in Dialog. Im Prinzip spricht Oskar, also es wird aus der Perspektive von Oskar erzählt. Und es ist total witzig geschrieben. Also es sind Sachen drin, die sind, glaube ich, einfach nur für die Eltern so ein bisschen aufbereitet als Gags. Es ist aber total nett und lustig auch für die Kinder. Von der Größe ist es 16x24 Zentimeter und es behandelt halt ganz grob das Thema Umzug, aber mit allem, was dazugehört. Also zuerst sprechen die davon, dass die in einer kleinen Wohnung wohnen und in ein größeres Haus umziehen, dass die bald umziehen. Auch wenn das noch ganz weit raus ist, es endet im Prinzip die erste Geschichte mit, sag ich doch, wo die Schwester erklärt, dass der ja gerade mal 3 geworden ist, sag ich doch, ich bin 4 und morgen ziehen wir um, obwohl das halt noch total lange dauert. Und das ist diese kindlich naive Sicht, das ist so lustig geschrieben. Also ich kann das echt nur empfehlen. Von den Illustrationen ist auch total schön, da sind immer so wie Bleistift Zeichnungen von Kindern drin und dann Illustrationen von den Figuren, die immer in der jeweiligen Szene sind. Das macht es auch charmant. Es sind also 2 bis 3 Seiten pro Geschichte. Und da geht es aber auch darum, dass der Nachbar zum Beispiel eine Eisenbahn hat und der hatte die immer Weihnachten weggeräumt. Aber jetzt, wo Oskar und Clara regelmäßig vorbeikommen und die traurig waren, dass er die nach Weihnachten abbaut, hat er dann doch eben neue Figuren geholt. Da sind dann auch auf einmal die Babykühe und die Kühe da und er hat nur die Weihnachtsdeko weggeräumt. Oder die Hasen, also die Nachbarn haben Hasen und die entkommen dann und die jeweiligen Elternpaare rennen bei strömendem Regen über die Straße und den Hof, um die Hasen wieder einzufangen. Und es wird so ein kleiner Hinweis gegeben, wer denn da offenbar den Hasenstall offen gelassen hat, eins der Kinder. Und keine Ahnung, oder auch, dass die Kinder schön draußen im Garten spielen und Mama mithelfen und dann haben sie aber keinen Bock mehr, spielen lieber drin, weil draußen ist es zu heiß. Reicht doch jetzt. Also es ist total süße Sicht und man kann das eben gut vorbereiten. Und bei meiner Tochter hat das klasse geklappt. Okay, die ist auch erst klein, also wir sind umgezogen, da war sie 2¼ Jahr. Und die konnte dann ganz viel, ja, das ist wie bei Oskar und Clara. Und das war für sie null Problem. Wir sind auch aus der Wohnung ins Haus gezogen. Sprich, das hat sich auch alles entspannt, das passte dazu. Und ich werde demnächst auch nochmal ein anderes Buch vorstellen. Aber kann man wirklich die Kinder super vorbereiten drauf. Ja, ich glaube, Verlag habe ich schon gesagt, Hansa, genau, 13 Euro. Und kann ich nur empfehlen, macht richtig viel Spaß und ich muss jedes Mal wieder lachen. Also wir lesen es regelmäßig vor, immer mal, wenn ich auch ein bisschen Abwechslung haben will. Wir haben ganz viele Bücher bei uns. Ich glaube, wir haben 30, 40 Bücher, die wir abwechseln. Aber trotzdem, da wir die ganz viel vorlesen, brauche ich auch immer mal Abwechslung. Und ich habe an diesem Buch mit den 38 Geschichten auch total viel Spaß. Nadine, du bist dran. Also es klingt auf jeden Fall sehr gut. Genau, ich habe heute mitgebracht ein ganz wichtiges Thema. Conny geht nicht mit Fremden mit. Bei mir heißt es noch, Conny geht nicht mit Fremden mit. Ich habe gerade gesehen, die Neuauflage heißt, Conny geht nicht mit jedem mit. Es ist ja ein super wichtiges Thema. Und ich muss sagen, es ist für Kinder ab 3 Jahren empfohlen. Wir haben tatsächlich auch angefangen, das vorzulesen, wie der Große 3 war. Es ist 18x18 Zentimeter, kostet aktuell so als Maxi-Taschenbuch 3,99. Genau, es geht einfach darum, dass Conny eigentlich immer mit ihrem Freund nach Hause läuft, nach der Schule, aber ihr Freund, ja, dem wird einfach schlecht in der Schule und muss vorher abgeholt werden. Und ja, so läuft dann Conny einfach nach Hause, also alleine den Weg, den sie sonst immer läuft. Und dann ist aber ein Rohrbruch, die Straße ist abgesperrt und sie kann nicht diesen Weg laufen, den sie sonst immer läuft. Sie wohnt auch noch nicht sehr lange dort. Sie wird dann von einem Mann angesprochen,
der sie dann erst versucht, nett zu fragen, wie sie heißt, wo sie wohnt. Und da geht es dann schon ganz gut mit diesem Gedanken, dass sie dann auch immer, dass in dem Buch geschrieben wird, ne, ich soll Fremden eigentlich nicht sagen, wie ich heiße und auch nicht, wo ich wohne. Und ja, letztendlich möchte der Mann dann, dass er sie, er zeigt ihr einen anderen Weg und Conny sagt dann schon nein. Und dann greift er und dann ruft Conny ganz laut nein, dass auch andere Leute einfach aufmerksam werden. Sie zeigen dann auch den Kindern nochmal Möglichkeiten auf, was kann ich vielleicht in so einer Situation tun, wenn mir sowas passiert. Und zum Beispiel sagen dann einfach, dass sie ja eine Nachbarin, sie sieht eine Nachbarin zufällig, dass sie sie anspricht oder zurück zum Bäcker läuft und dort einfach um Hilfe bittet. Und was ich dann auch sehr, sehr gut finde in dieser Geschichte, wiederholt Conny eigentlich diese ganze Situation nochmal dreimal, aber immer anders, dass es auch nicht langweilig wird. Also sie erzählt es dann einmal der Mama, was passiert ist, spielt dann diese Situation auch nochmal spielerisch mit ihrem kleinen Bruder nach. Das auch dann immer, dass man sagt, nein, ich darf nicht mitgehen. Und ja, und bespricht es auch abends nochmal mit dem Papa, der es dann auch mit einem Märchen vergleicht. Also es ist wirklich sehr eindrucksvoll. Ich finde es auch für mich als Erwachsene sehr, sehr gut geschrieben und die Kinder verstehen das wirklich. Also ist wirklich sehr zu empfehlen. Genau. Klingt super, ja. Ja, ist vom Carlsen Verlag und ja, genau. Ganz wichtiges Thema, ja. Hab ich noch nicht geholt hier bei mir, aber muss ich auch mal machen. Und ich habe es aber, glaube ich, schon stehen sehen, irgendwo im Bücherregal. Da gibt es ja viele, vielleicht haben wir da auch irgendwann nochmal eine andere Version von diesem, ja, von diesem Thema, aber genau, total wichtiges Thema. Und es ist natürlich auch super, wenn man das rechtzeitig mit den Kindern übt, bevor es jemals eintrifft. Vielleicht trifft es niemals ein, umso besser, aber dass da nichts schief geht und dass die Kinder da längst drauf vorbereitet sind. Ne? Weil wenn man in eine Situation reinkommt und die nicht trainiert hat, dann ist man halt überfordert, gerade Kinder sicherlich. Ja, und es ist wirklich sehr eindrucksvoll da beschrieben und auch, dass diese Geschichten so immer wieder wiederholt werden. Und genau, wir üben, ich sag dann auch immer, ne, dass wir machen das dann beide auch immer nach, nein, nicht mitgehen und so. Und ja, also ich finde es auch sehr gut, dass man dem Kind auch keine Angst macht in dem Buch, weil das ist ja doch so ein Thema. Und also es ist wirklich sehr, sehr kindgerecht, sehr gut gemacht. Super. Dann mache ich mal das nächste Buch. Ganz anderes Thema, Töpfchentraining. Ist natürlich auch irgendwann wichtig, gerade bei den Kleinkindern. Das heißt, alle müssen mal aufs Klo. Vom Verlag Asborn. Asborn Publishing heißen die. Kostet 9,95 €, ein gebundenes Buch, Größe 17x20 cm und hat 12 Seiten, aber 40 Klappen. Ganz viele Klappen zum Öffnen. Beim ersten Mal toll, aber auch später toll. Und total niedliche Illustrationen, so ganz ja, relativ einfach mit großen Figuren. Für mich sehen die alle aus wie Kinder, wahrscheinlich sollen das auch zum Teil Erwachsene sein, aber in meiner Interpretation sind das alles Kinder, die da sind. Und da geht es nicht jetzt ums Pullern, sondern ums Kackern auf entweder dem Klo, also dass kleine Babys erstmal in die Windel kackern, dass dann größere aufs Töpfchen gehen und die noch größeren Kinder gehen halt wirklich auf Toilette. Und das ist ja ein wichtiges Thema, auch das muss man mit den Kindern oder mit den meisten macht es auf jeden Fall Sinn, das zu besprechen, hilft auf jeden Fall. Und ja, die machen das voll niedlich. Also da sind am Anfang erstmal die Tiere, dass da halt, was weiß ich, der Hund kackert und dann nimmt das Herrchenfrauchen das mit. Oder da, wie unterschiedlich das aussieht, dass die Ameisen ganz kleine Kügelchen auf den Weg fallen lassen, dass die Katze das verbuddelt, dass Prinzessinnen genauso wie Fußballer kackern müssen. Und da sitzt eben die Prinzessin unter ihrem, mit einem Krönchen auf dem Kopf, unter ihrem Kronleuchter mit einem Bart in pinken Handtüchern und der Fußballer hat seine Pokale hinten auf Regal stehen und hat ein Fußballhandtuch. Und da sind aber auch so lustige Sachen dabei, dass zum Beispiel, findet meine Tochter ganz toll, Koprolit, kannte ich vorher auch nicht, ist die Bezeichnung für einen versteinerten Kackerhaufen, also Dinosaurier. Dinosaurier kommen ja auch immer gut bei Kindern. Ist auch von anderen Tieren, müssen nicht Dinosaurier sein. Aber sehr lustig kann sie, oder dass es zum Beispiel, wusste ich auch nicht, Wombats Würfelkacker machen, oder dass das Kacker
von Waschbären so gepunktet ist, weil die halt so viele Körner essen. Also total lustig, zeigt auch, wo kommt das Kacker hin, dass wenn man das die Toilette runterspült, das irgendwann in der Kläranlage landet, dass dann die Bauern irgendwie, das wird da erstmal wieder getrennt, ne, in Wasser und Schlamm, und dass das dann die Bauern wieder aufbringen, damit im Prinzip der Kreislauf angeregt wird und alles schön wächst, aber genauso, dass die Mistkäfer da schöne runde Kügelchen sich bauen und das für später aufheben. Und dass der Arzt das zum Beispiel untersuchen kann, um dann jemanden, der vielleicht krank ist, besser behandeln zu können. Also wirklich alle möglichen Aspekte werden angesprochen. Es ist total lustig. Hat bei meiner Tochter zugegebenermaßen noch nicht dazu geführt, dass sie auf Steffi geht. Aber sie guckt sich total gerne an. Und es ist auf jeden Fall was, wo man das mal immer wieder so ein kleines bisschen thematisieren kann. Und sie findet das lustig. Auch, was weiß ich, da ist auch drin, dass die Elefanten, der ist dann total glücklich, als der Elefant fertig ist, und der Zuwärter, puh, der schwitzt, weil er die komplette Schubkarre voll hat. Finden die Kinder halt auch lustig, ne? Ja, ich würde sagen 2 bis 5 Jahre. Und wie gesagt, sehr lustig. Und es gibt aus der Reihe so mit ganz vielen Klappen, gibt's auch noch mehr. Stelle ich bestimmt auch ein andermal noch was vor. Das war's von mir. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und das Thema Kaka ist auch bei den Kindern immer sehr interessant. Also kenne ich ja auch. Genau. Ich stelle euch jetzt wieder ein ganz anderes Thema vor, und zwar Peppas kleines Umweltbuch. Ich glaube, Peppa Woods, ja, ist wahrscheinlich bei fast allen Kindern sehr, sehr beliebt, bei meinen auch. Dieses Buch wird für Kinder ab 3 Jahre offiziell empfohlen. Also wir haben damit tatsächlich schon früher angefangen, und auch mein 2-Jähriger guckt da mit. Das ist ein Pappband, daher eigentlich unzerstörbar, hat 18 Seiten, ist 17 mal 20 Zentimeter ungefähr groß und kostet 6,99 vom Togolino. Das ist ja eigentlich wirklich ganz süß gemacht. Dann, da werden die Kinder so ja einfach rangeführt an die Mülltrennung, an Sortierspaß, an Glas, Plastik und Papier, oder auch, dass wenn man Fahrrad fährt, ne, dass Fahrradfahren besser für die Umwelt ist, wie immer das Auto zu benutzen, oder auch, dass man ja vielleicht alte Sachen wieder recycelt oder mal auf dem Dachboden vorher guckt, bevor man sich irgendwas Neues kauft. Auch, dass man Gärten hat und auch die Tiere, dass Tiere total wichtig sind und wertvoll sind, dass Spinnen ja auch ganz nützliche Tiere sind. Und ja, also ich kann dieses Buch für kleine Kinder einfach wirklich sehr empfehlen, um sie so ein bisschen an dieses Umweltbewusstsein einfach ranzuführen. Ich glaube, dafür ist es nie zu früh. Und tatsächlich machen wir hier das, also jetzt mit dem Älteren auch schon so, ne, mit dem Mülltrennen oder so, dass wir den Müll mitnehmen. Und ist einfach auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, so kann man wirklich mit den Kleinsten anfangen. Klingt super. Total schön. Ich kenne Bücher für Größere, aber das kenne ich noch nicht. Und meine Tochter mag Peppa Woods auch total. Also wir haben auch Peppa Woods Figuren, mit denen wir spielen. Insofern wäre das, glaube ich, auch was Gutes. Wir sind nicht drumherum gekommen um Peppa Woods. Und von daher, aber ich denke, wenn es dann schon so beliebt ist und dann auch solche Themen, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll. Genau. Schorsch und Pepper. Super, ja. Danke dir. Dann war's das für heute wieder von uns, und dann freuen wir uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Übrigens, alle Bücher, die wir hier besprechen, findest du natürlich auf unseren Webseiten. Und das heißt, meine Webseite ist www.nelehandwerker.de. Nele einfach N-E-L-E, Handwerker wie der Beruf geschrieben. Und da wird es immer eine Podcast-Folge geben. Da verlinke ich meine Bücher und verlinke dann auch zu Nadines Website, die gleich noch ihren Namen sagt. Und übrigens, alle Bücher sind Affiliate-Links. Das heißt, wir verdienen eine ganz kleine Provision, wenn du das Buch irgendwie drüber kaufst. Aber das Buch kostet dich nicht mehr, ne? Wir haben ja die Preise genannt. Damit unterstützt du, dass wir die Betriebskosten für Podcast und unsere Webseite reinbekommen. Musst du natürlich nicht. Du kannst immer sehr, sehr gerne in die lokale Buchhandlung gehen. Das ist uns sogar noch lieber. Da unterstützt du den lokalen Buchhandel. Wir sind glücklich. Es gibt weiter Buchhandlung, und genau, dann auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Lesen, Vorlesen, gemeinsamer Zeit verbringen. Nadine, wie ist nochmal deine Webseite? Meine Webseite findest du unter www.mamamitms.de. Es wird alles zusammengeschrieben, so wie man es spricht. Genau, auf meiner Webseite findest du ja auch Mama-Themen, MS-Themen, Parezepte und die Bücher. Genau. Und dann war es das auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.